So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Heute werden wir uns mal einer neuen Challenge widmen, und zwar probieren wir mal die erste aus. Backass Worlds. Und wir sind im Darkroom. Okay. Interessant. Ich habe irgendwie jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier direkt bei Megasatan bin. Und ich finde mich irgendwie auch nicht sonderlich stark, wenn ich mal so ehrlich bin. Das ist merkwürdig. Aua. Was für Items habe ich bitte? Okay, Ranger. Aua. Infested. Ich fühle mich gerade ein bisschen überfordert, ernsthaft. Was möchte das Spiel von mir? Ist in Ordnung. Also, mehr oder weniger. Wie immer man das nennen soll. Ja, ja, hör mal auf da hinten. Irgendwann haben wir Chaos. Muss ich jetzt das komplette Spiel rückwärts spielen oder was? Das wäre zumindest lustig. Scheinbar. Und so ein komisches Dreieck habe ich auch. Und noch irgendwelche anderen Items. Aua. Ich stand doch gar nicht mehr da drinne. Sind auch irgendwo gute Items dabei? Nein. Es ist ein sehr komischer Anfang auf jeden Fall. Ich habe den Seed noch gar nicht nachgeschaut. Gibt es dafür über uns Seed? Ist das überhaupt relevant? Ich kann mir vorstellen, dass es nicht relevant ist. Aber gut. Ist egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, hier explodierende Tränen. Das ist super. Oh nein, es braucht ewig 3 Jahre zum Aufladen. Komischer Anfang. Sehr merkwürdiger Anfang. Weil wenn ich zu langsam bin, habe ich ein Problem. Das weiß ich noch ganz genau. Aua. Du da oben, könntest du mal kurz sterben? Nein, kannst du nicht? Autsch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich jetzt nicht sterbe, weil die Itemkombination ist sowas von mies. Aber ernsthaft. Wer sich die Item-Kombination ausgedacht hat, die ist nicht gut. Macht viel zu wenig Schaden. Da ist überhaupt kein Damage-Up mit bei. Scheinbar. Bin gespannt, was da jetzt noch draus wird. So, jetzt muss ich immer noch dieses Pferdchen besiegen. Hä? Das ist sowas von underpowered. Aber so richtig. Ach, leg die Hand weg hier. Brauchst du nicht. Weil das ist ja immer noch die erste Phase. Gott, wie soll ich denn das überleben? Jetzt ernsthaft. Das Ganze wird ja erst richtig spaßig, wenn er in die zweite Phase übergeht. Und so wie ich mich hier anstelle. Au. Warum? Kannst du nicht mal langsam in die zweite Phase gehen? Komm schon. Es wäre langsam so Zeit für dich. Findest du nicht auch? Ja. Was ist das jetzt? Ach so, das ist meine eigenen Tränen. Ich war gerade etwas verwundert. Ein bisschen sehr verwundert. Die Challenge ist nicht cool. Auch nicht lustig. Die andere war wenigstens lustig. Die hier ist weder noch. Problem ist einfach, dass ich vollkommen underpowered bin. Ich würde mit solchen Items auch niemals zum Megasatan gehen. Okay, generell würde ich Monstrous Lunge ungern mitnehmen, wenn ich so wenig Damage mache. Könntest du das hier bitte mal kurz entfernen? Danke. Ja, ich weiß jetzt schon, wer mir gleich böse Schaden zufügen wird. Das ist der da. Aua. Sag ich doch.
Das ist teilweise gar nicht so einfach. Ich will nicht gegen dich laufen. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich möchte einfach nur dich treffen. Und das kriege ich mit Monsters nun gerade irgendwie überhaupt nicht hin. Na, endlich. Ja, Problem ist, das wird jetzt nicht besser. Autsch. Ich überlebe diesen Kampf nicht. Ich wette es mit euch. Der da muss weg. Nein, 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 nein. Ja, Tony, kannst du dir nicht mal mithelfen? Ja, immerhin etwas. Ich frage mich, ob die Items random sind oder ob das immer dieselben Items sind. Wenn es immer dieselben Items sind, dann ist das, naja, nur schlecht ausgesucht, aus meiner Sicht. Ach, der Angriff jetzt. Der ist sogar noch lame, wollte ich gerade sagen. Ich habe einfach keine Fliegen und gar nichts. Ach ja, ist der hier auch noch. Okay. Vor allem, das wird ja gleich erst richtig spaßig, wenn der Engel in die andere Form wechselt. Also der andere Engel dann da ist. Oder Mini-Dämon. Ist ja kein Engel. Effektiv gesehen. So, jetzt kommt nämlich der hier. Jetzt wird's lustig. Der ist ätzend. Und hält extrem viel aus. Er legt seine Hände schon bereit. Na komm. Kriegt das hin mit dem Ausweichen. Irgendwie und irgendwann. Bitte explodiere nicht in meinem Gesicht. Es tut immer so unangenehm weh. Danke. Haben wir es jetzt mal langsam. Hier. Ach ja, jetzt spawnt er noch welche, weil ich zu langsam bin. Okay, die eine Hand ist weg. Was ein Zufall. Ey, die andere passt auch schon lange nicht mehr gemacht. Na gut, damit kann ich leben. Das ist in Ordnung. Das ist noch einer der einfachen Angriffe. Die kann man gut ausweichen. Hast du es mal bald? Geh endlich in die nächste Phase, sonst werde ich ja nie hier durchkommen. Ist mal ernsthaft. Oh nein, die andere Hand ist wieder da. Ich war's nicht. War's echt nicht. So, jetzt wird's lustig. Weil die Phase wird nicht gerade einfach. Gerade mit so wenig Leben und so wenig Damage. Au. Ich kann nur hoffen, dass die Explosionstränen auf meiner Seite sind. Das wird nichts. Das wird nie und nimmer was. Das wird nie und immer was. Verdammt. Ja, der Angriff, den kann man wirklich noch vernünftig ausweichen. So ein bisschen zumindest. Aber der Rest... Jetzt hör auf! Ich kämpfe gleich mit den Tasten hier, statt mit dem Analogstick, weil irgendwie time ich die Angriffe gerade ganz, ganz schlecht. So. Theoretisch müsste er ja gleich weg sein, hoffentlich. Ja, ich konzentriere mich. Mag man sich kaum vorstellen, dann tue ich tatsächlich. Aua.
Ich würde das schon ganz gerne hinkriegen. Aber er hindert mich so ein bisschen daran. Stirb einfach. Nein. Der Angriff war nicht aufgeladen. Autsch. Ich glaube, das wird nichts. Komm schon. Danke. Oh, wow. Jetzt habe ich ein Herz gekriegt und darf wieder raus. Okay, wir spielen also alles rückwärts. Warum? Ich verstehe nicht ganz. Warum kann ich jetzt hier... Egal. Wir verstehen das bald bestimmt. Boah, diese ganzen Spinnen, ne? Ah. Ja gut, auf der Ebene wollte ich sowieso nicht bleiben. Ah, das ist jetzt schlecht. Das war jetzt ganz schlecht. Okay, das heißt, ich komme so direkt zum Boss. Alles klar. Das ist eine minder bemittelte Challenge. Ach, jetzt habe ich andere Items. Okay. Ja toll, jetzt ist das Ganze wesentlich einfacher als vorher. Brimstone und... Ach Spiel, ich bitte dich. Das ist jetzt so viel einfacher als vorher. Aua. Hier macht es immer noch recht wenig Schaden, aber ich habe wenigstens einen coolen Laser, der sich schnell auflädt. Trotzdem kann ich nicht fliegen. Sollte man bemerken. Ja toll, das ist macht die Challenge irgendwie hinfällig, wenn man immer andere Items kriegt, finde ich. Naja. Ich soll mich nicht beschweren, ich sollte eher froh sein, dass es jetzt andere Items sind. Ich ärgere mich trotzdem ein bisschen darüber. Ich weiß auch nicht, warum ich ständig ein Schild kriege. Bin ich zwar gut, aber ich weiß nicht, woher es kommt. So, Händchen weg. Patschepötchen zur Seite. Genau. Händchen weg, genau. Ja, Envy, super Envy. Super Envy ist ein toller Gegner. Warum? Weil er sich mit dem Brimstone so schön einfach bekämpfen lässt. Das ist super. Super Envy, genau. Das ist jetzt eher nicht so schön, aber den Kampf hatten wir gerade eben schon mal. Na, toll. Ich frage mich, ob ich irgendwann richtig gute Items bekommen würde. Aber das, was ich gerade eben bekommen habe, war ja... Naja... Boah, geht mal alle weg hier. Ihr seid furchtbar. Oh, ist der Kampf einfach jetzt mit dem Brimstone. Und dauert auch nicht mal ansatzweise so lange wie vorher. Ich möchte immer Brimstone haben. Du kannst solche Angriffe machen? Okay, wusste ich gar nicht. Das ist so viel einfacher jetzt. Und zwar so viel einfacher. Nur, dass ich jetzt halt nicht mehr diagonal angreifen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Quasi diagonal, sagen wir es mal so. Du könntest langsam auch mal sterben wieder, findest du nicht? Du lebst schon viel zu lange. Dankeschön. Nee, Satan, finde ich nicht gut. Diese Patschepötchen müssen auch mal wieder weg hier. Ja, genau. Trampeln bis auf den Boden rum. Oder hämmern bis auf den Boden rum. Machen kleine Kinder auch. Funktioniert nicht.
So. Viel, viel einfacher so. Viel, viel einfacher. Ich frag mich, wenn ich jetzt auf die Ebene durchsuche, kriege ich dann noch Items? So richtig Items? Brimstone aufladen, dankeschön. Ich glaube, ich habe den schlechten Ort ausgesucht hier. Oh, es hat funktioniert. Ich bin erstaunt. Das Ganze nochmal, okay. Hatten wir gerade eben schon. Nicht in Panik verfallen, einfach mitlaufen. Wenn man hier den Lost Contact hat, hat man eigentlich schon gewonnen. Was meine ich? Ich komme da nicht durch. Wahrscheinlich verliere ich in dieser Phase wieder unglaublich viel Leben. Unnötigerweise. So. Gib mir ein Geschenk. Geht doch. Kann ich hier raus? Kann ich da Kisten öffnen? Ja genau, das ist bestimmt ein voll gutes Item jetzt. Die sind aber gut, ich kann sie nicht mitnehmen. Oh, how about no? No, 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 no. Ich weiß nicht, ob es clever ist, jetzt die Ebene zu durchsuchen. Keine Ahnung. Aber ich habe ja das 9-Lives-Item da drüben. Und da haben wir einen Geheimraum. Cool. Aua. Das tat weh. Im Zweifelsfall nehme ich mir halt das 9-Lives-Item mit. So. Unendlich Bomben haben wir auch. Und den Geheimraum. Bombe. 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 Noch eine Bombe. Da eine Bombe. Wir haben sogar ein paar Schlüssel. Das heißt, wir können die auch aufmachen. Ja, das ist voll gut. Voll gut. Nicht. Dass die mich nicht erwischt haben, ist jetzt irgendwie ein Wunder. Oh, Herzchen. Sehr gut. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Aua. Das tat weh. Warum spawnen jetzt immer Bomben, wenn ich getroffen werde? Das war vorher auch nicht der Fall. Hey. Geh weg. Natürlich hat mich das erwischt. Natürlich hat mich das erwischt. Jetzt haben wir Schluss hier. Ich finde diese Ebene viel schlimmer als Void. Ernsthaft. Her das Herzchen. Die Ebene ist tausendmal schlimmer. Void ist aber total so, ja. Hey, ich habe wieder einen Gegner, da haben wir wieder einen Gegner. Die meisten Gegner in Void sind einfach nur lame. Warum mache ich das eigentlich? Es gibt doch eh nichts Besonderes hier. Oh ja, genau, gut. Na komm raus. Ich hasse dich, du Mistvieh. Au. Ich will gerade echt zu gehen, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich hoffe immer noch so ein bisschen, dass ich zumindest vielleicht ein Kistchen kriegen kann, wo Items drin sind und dann Schlüssel ist auch nicht verkehrt. Ja, Schlüssel ist auch nicht verkehrt. Aua. Jetzt reicht's so langsam. Okay. Okay, ich gehe. Ich gehe freiwillig. Hab mich dazu entschlossen. Du musst es einfach so lange spielen, bis man eine gute Item-Kombination bekommt. Das ist irgendwie schon wieder traurig. Hm. Naja. Oh. Und wir gehen aber mal zu Satan.
rückwärts. Tja, mir fehlen jetzt ein paar Items, aber das ist ja egal. Wobei ich den Inkubus schon ganz gern behalten hätte, der war gut. Das war knapp. Ich bin trotzdem reingelatscht. Aua, ich bin gleich tot. Also wenn ich den Kampf überlebe, dann mache ich irgendwas verkehrt. Ja, eindeutig. Ha! Nein! Töte mich! Voll gecheatet. Das ist ja voll gecheatet. Das ist ja voll gecheatet. Okay, hier werde ich definitiv einmal mindestens drauf gehen. Oder? Ne? Ne, doch nicht. Glück gehabt. Telepilz. Oh Gott. Au. Oh nein. Gegen dich habe ich doch gerade eben schon gekämpft. Ich sehe meine Chance. Ich sehe meine Chance. Hier. Das ist nicht die Chance, die ich dachte. Oh, gab die Item. Tschüss. Ja, wir sind zurück. So. So ist das garantiert nicht gedacht gewesen. It lives. Wenn ich jetzt hier sterbe, bin ich draußen vor der Tür. Completely broken, würde ich mal sagen. Ich bemühe mich, den Kampf zu gewinnen, aber ich kann euch garantieren, dass ich das nicht werde. Weil es ist ja nicht mal schlimm, wenn ich sterbe. Das ist irgendwie... Ich habe das wirklich nicht gesehen. Ich bin da oben reingerannt. Okay. Yay, wir sind draußen. Jetzt darf ich nur nicht nochmal getroffen werden. Ich meine, Zeitdruck habe ich überhaupt gar keinen. Das ist ein bisschen lächerlich. Ein ganz klein bisschen. Oh, hallo Treubombe. Verdammt. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich noch habe. Das ist ein wenig suboptimal. Und ich bin durch die Spur gelatscht. Was ist das für ein asozialer Raum? So. Nein. So. Ich werde es ja nicht bis zum Ende schaffen. Das kann ich jetzt schon sagen. Eben aus dem Grund, weil ich zu wenig Leben habe. Außer ich finde noch Seelenherzen, habe ich eine Chance. Komm raus. Wenn ich fliegen könnte, wäre das wesentlich besser. Oh ja, dich nicht mit. Kriegt einen Begleiter dann. Oh ja, das ist mein Tod. Vermutlich. Nur doch nicht? Nee, doch nicht. Speeddown. Cool. Das ist das, was ich schon immer haben wollte. Uns erst um die Roten hier, dann um alle anderen. Nicht an den komplett falschen Dingen hier kaputt gehen, ja? Danke. Jetzt um den Kleinen und jetzt um den da. So kann man das machen. Das kann ich leider nicht verwenden und wir gehen weiter. Gut, dass die alle ungefährlich sind. Trotzdem ärgerlich, dass ich schon so häufig gestorben bin. Und ich kriege immer mehr Bomben. Was soll ich damit?
Da einfach stehen zu bleiben ist auch nicht gerade ohne. Und wir können weiter. Yay. Taste, Taste. Es ist total bescheuert. Vielleicht kriege ich ja jetzt einen einfachen Boss wie Blastus oder sowas. Nein, es ist natürlich Mama Gertie. Auch hier werde ich sterben. Jämmerlich. Garantiere es euch. Ja, weil ich dann im Zeug festhing. Ein Leben haben wir noch. Immerhin. Ein Leben haben wir noch, das ist nicht viel. Dass ihr den Brimstone ein bisschen gehalten habt, ist auch schon verwunderlich. Endlich ist dieses Viech weg. Auch das ist weg. Irgendwas ist da hinten noch. Jetzt nicht mehr. Diese Ebene regen einen aber auch auf. Ja, ein Seenherz. Nämlich gerade. Oh ja, Penny Tears. Bringt mir zwar überhaupt nichts, aber es ist ein Item, was ich dann verlieren kann. Gefahrlos. Migräne schließt immer weiter ab. Item abgezogen. Oh, hallo, Trollbombe. Ich habe nicht gesehen, wo die jetzt herkam. Das ist irgendwie ein merkwürdiger Run. Bisher funktioniert es aus irgendwelchen erfindlichen oder unerfindlichen Gründen. Gut, dass die Augen schnell gestorben sind. Weil sonst hätten die anderen mir Probleme bereitet. Der Brimstone macht das Ganze so viel einfacher. Aber so viel einfacher. Nein, da gehe ich nicht rein. Ich gehe erstmal hier lang. Das war der falsche Weg. Okay. Sehr gut, sehr gut. Wir sind mit der Ebene, glaube ich, fast durch. Irgendwie nach markierten Steinen ausschalten. Da ist leider nichts. Moment, 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 Moment. Wir haben so viele Bomben. Wir können uns das erlauben, uns da durchzusprengen. Überhaupt kein Problem. Ah, the Tower, natürlich. Na los. Ja, jetzt wird's nochmal lustig. Jetzt wird's nochmal lustig. Wenn ich nach diesem Kampf einmal sterbe, oder in diesem Kampf einmal sterbe, ist es vorbei, so ziemlich. Was ist denn jetzt los? Aha. Ich habe keinen Brimstone mehr. Das macht die Sache jetzt schwierig. Das Item ist cool. Mann, ich bin tot. Ich könnte direkt zum nächsten Boss. Warum nicht? Hä? Was? Warum bin ich gestorben? Weil es mir mein Lebensupgrade geklaut hat, oder was? Hä? Was ist das denn für eine bescheuerte Regelung? Das war ja mega bescheuert. Das ist ja mal richtig bescheuert. Wer hat sich das ausgedacht? Boah, ist das dämlich. Hier kann ich mit meiner geringen Reichweite nicht mal gut angreifen. Ich überlege gerade ernsthaft, den Run nochmal neu zu starten, damit ich andere Items kriege. Das geht ja aber gar nicht. Das ist bescheuert. Irgendwann wäre ich immer stärker. Das ist immerhin etwas. Das Problem ist nur, dass mir das nichts bringen wird, wenn ich nicht überlebe. Oh. Stirb. Danke. Stirb auch du. Dankeschön. So. Ach, da sind noch Eiche. Nee, 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 Freund. Geh mal weg hier.
Auch noch stärker geworden. Okay. Langsam wird es echt nicht mehr witzig. Au. Okay, maximale Stärke wurde erreicht. Jetzt brauche ich auch keinen Schaden mehr nehmen. Was hältst du davon? Wahrscheinlich nicht so viel. Nee, hält er nicht so viel von. Oh, Patschepfötchen ist weg. Envy. Das wird kein guter Kampf werden gegen ihn. Oder? Doch, obwohl. Doch, geht. Wir haben Proptosis. Haben wir eigentlich auch. Nee, haben wir nicht. Da bist du doch. Ich weiß nicht. Ich komme so vor, als hätte ich statt nicht nur Proptosis, sondern auch Polyphemus. Da bin mir da nicht sicher. Nee, haben wir offensichtlich nicht. Sonst hätten wir nur ein Auge. Okay, das wird kein schön. Aua. Du musst mal kurz weg, weil du bist gefährlich. Du bist auch mal weg. Ist auch gefährlich. Jetzt bist du dran. Obwohl, eigentlich musst du da als erstes weg. Sehr schön. Was hältst du davon, einfach mal drauf zu gehen jetzt? Ja, sehr gut. Er lernt dazu. Geh jetzt zu mir. Nummer 1. Nummer 2 stirbt hoffentlich auch gleich. Das war ganz schön knapp. Ich muss zugeben, dass mir diese Art Run bisher keinen Spaß macht. So gar nicht. Überhaupt nicht. Weil das Spiel mir einfach nur Müll-Items gibt die meiste Zeit über. Das ist einfach mal so ein Unding für mich. So. Vor allem, wie soll ich mit einem Leben die restlichen Leben überstehen? Gar nicht. Das geht nicht. Vielleicht überlebe ich ja mit zwei Leben. Bei Satan habe ich dann trotzdem keine Chance. Au. Nee, ich überlebe nicht. Hier habe ich noch eine Chance. Okay, ich habe doch überlebt. Kriege ich jetzt ein Herzchen? Ja, ich krieg ein Herzchen. Oh, wie gnädig. Oh. Oh, okay. Okay. Krieg zwei Guppy-Items. Ja komm, wir gucken zumindest mal hier rein. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Vielleicht sterben wir auch einfach instant, ich weiß es nicht. Ja. Gut, dann lassen wir es sein, wir gehen zurück. Und machen das gleiche wie gerade eben, einfach fröhlich sterben. Ich probiere es sogar, weil ich mutig bin oder so. Na, guck mal, immerhin etwas. Wie ich das geschafft habe, ich habe keine Ahnung, es hätte mich eigentlich treffen müssen. Aus meiner Sicht. Okay. Schade. Oh, super. Ich weiß jetzt schon, was mich gleich töten wird. Ich lebe noch, aus irgendeinem Grund. Das ist assig. Das ist richtig assig. Dreh mich bitte um. Dankeschön. Oh, ich will jetzt hier raus. Tschüss. Ernsthaft? Nee. Unausweichlicher Schaden ist ein ganz, ganz großes No-Go in solchen Spielen aus meiner Sicht. Gut, der Schaden war ausweichbar, aber... Das ist so eine ganz kleine, geringe Chance dazu. Da war ja nicht mal ein Stein in der Nähe, hätte man sich hinter verstecken können. Gar nichts. Da kämpfe ich lieber gegen Delirium, das macht mehr Spaß. Ja.
Oh, du nimmst die roten Herzen mit und gibst mir ein Sehnenherz. Na gut, okay, okay, können wir auch machen. Das ist ein guter Tausch. Tschüss. Das heißt, ich sterbe zumindest nicht ganz sofort. Wiedersehen. Und jetzt wird spaßig. Okay, hat doch funktioniert. Besser als ich erwartet habe. Kann da mal was Sinnvolles drin sein? Okay, nicht cool. Gar nicht cool. Ich will hier raus. Lankrun. Perthrow. Nose. Okay, jetzt wird's lustig. Und zwar nicht für mich. Obwohl, vielleicht doch. Scheinbar. Bisher. Herzchen. Na, für mich hat er leider noch nichts. Ja, das ist schon besser. Mit dem Run kann ich schon ein bisschen mehr anfangen als mit dem davor. Aber nur ein ganz klein bisschen. Oh nein. Ich habe nichts gesagt, ich bin gleich wieder tot. Vielleicht kriege ich noch ein paar Herzen aus den Köpfen raus oder so. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht springt er auch durch die Gegend und ich bin gleich tot oder so. Kann auch passieren. So was zum Beispiel. Komm, 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 komm. Ach. Wenigstens ist er noch gestorben. Hier. Er hat nichts für mich. Okay. Wir gucken mal in den Kampfraum rein. Warum auch nicht? Weil ich meine, wenn wir sterben, ist es nicht ganz so schlimm. Nee. Yay. Und ich kämpfe gegen Idlis. Wer hat's gewundert? Und ich habe Proptosis habe ich nicht mehr. Das ist Müll. Das ist ganz großer Müll. Das war nicht beabsichtigt. Ich spiele aber auch gerade eine Grütze zusammen. Hier, mach mich mal kurz, danke. Bin ich zumindest tot und kann jetzt hier weitermachen. So. Alles nochmal von vorne jetzt. Eine Gehirn ist weg, das andere auch. Und wir kriegen eine Karte. Tour of Hearts. Yay! Ist doch. Das Spiel will mich einfach nur verarschen. Wow, eine Batterie. Die ist bestimmt voll nützlich. Nicht. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese roten Viecher hasse? Was sollen die überhaupt darstellen? Nein, ich bin kein bisschen salty. Das ist The Star. Ja, hier. Mach doch. Oh ja, voll gut. Ich bin jetzt hier hinten irgendwo und nichts und werde jetzt hier an diesen Dingern sterben. Gib mir doch wenigstens mal eine overpowerte Kombination, damit ich hier lebend rauskomme. Nö. Kriegst du nicht. Stattdessen klauen wir dir deinen stärksten Angriff. Nicht lustig. Definitiv nicht lustig. Ich dich auch spiel. Witzig. Ganz witzig. Warte, ich kann das ausnutzen. Ich habe Fliegen, er nicht. Gar nicht so schwer. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt bist du eigentlich dran. So. Alles klar. Nein. Lass es. Och nö. Ja, ein Herzchen. Und. Endlich. Okay, ich weiß jetzt schon, wodurch ich Schaden nehmen werde. Geht weg. Geht alle weg.
Ah, ich hab's geschafft. Irgendwie. Keine Ahnung wie. Ich bin in der Sackgasse gelandet. Au. Ganz toll. Da haben wir noch ein Herz. Oh ja, bestimmt voll gut hier drin zu sein jetzt. Raus. Was war das denn für ein Sprung gerade, bitte? Das hört sich übrigens ziemlich ungesund an. Sonst kriegt man immer rote Herzen in Massen. Was kriegt man jetzt genau? Gar nichts. Gar nichts kriegt man. Bräuchte einen Händedruck vielleicht. Wobei nicht mal den. Selbst das gönnt einem das Spiel nicht. Nichts gönnt es einem. Und ja, ich werde gleich da hinten das Ding aufmachen. Einfach aus der Hoffnung heraus, dass ich hier vielleicht ein Herzchen rauskriege. Nein, tue ich nicht. Oh hier, du stirbst einfach mal ganz fix. Oder ich sterbe auch noch gleich, je nachdem. Wahrscheinlich ich. Oder auch nicht. Oder doch. Weiß es noch nicht. Irgendwer wird gleich sterben. Oder irgendwas. Geh weg. Wow, 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 wow. Oh nein. Nicht diese schreien Kinder. Wir machen dasselbe wie gerade eben. Es hat funktioniert. Oh, 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 was ist da drin? Nein. Hier. Nix für mich, okay. Dann sprengen noch die beiden. Oder zumindest den. Der kriegt mein Geld. Beim nächsten Mal kriegt er gar nichts. Jawohl. Darf ich nur nicht sterben. Das nehmen wir auch mit. Auf geht's. Hey, das könnte tatsächlich noch was werden jetzt. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber es könnte tatsächlich noch was werden. Es wird nichts, wir werden sterben. Overpowered. Ihr beide seid overpowered. Okay, sie haben wohl scheinbar abgeschwächt, das finde ich gut. Oder auch nicht, ich habe mich geirrt, ihr seid noch genauso hässlich wie vorher auch. Ihr seid noch genauso hässlich wie vorher auch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass das mal. Leute, du bist jetzt stinkig. Ich weiß. Okay, wir sind gleich tot. Okay. Weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich könnte es vielleicht sogar schaffen. Möglicherweise. Unmöglicherweise. Ich hab's geschafft. Nein, das war meins. Okay. So ist auch gut. Ach, endlich ein Item gekriegt. Das Übliche, wie gerade eben. Ganz ruhig, einmal davor stellen, angreifen. Wir haben Zeit. Zwangsweise. Muss ich nur aufpassen, dass ich die roten Herzen kriege und nicht er. Weil die brauche ich jetzt. Ist zwar schön gut, dass er die immer gerne mitnimmt und so, aber... Manchmal ist es auch schlecht. Kommt die Fliege her? Ich hab keine Ahnung. Nein, 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 nein. Tu mir das jetzt nicht an, Spiel. Nein, tu es nicht. Nein, nein, nein. Kann ich echt nicht gebrauchen jetzt. Mach was. Boah, das war knapp.
Ist es tot? Nein, ist noch nicht tot. Jetzt ist es tot. Meins. Ganz klar meins. Geht weg. Geht allesamt sterben. Was ein Glück, dass ich das rote Herzchen gerade gekriegt habe. Ich fühle mich damit deutlich sicherer jetzt. Deutlich, deutlich sicherer. Ah. Naja, es ist nur der normale. Was soll schon passieren? Ne, das Ding will ich nicht. Das Ding will ich nicht. Das auch nicht. Macht jetzt aber mal sicherheitshalber alle kaputt. Und wir kriegen ein Herzchen. Meins. Wird das jetzt etwa doch ein erfolgreicher Run werden? Könnte es tatsächlich passieren, dass dieser Run doch noch funktioniert jetzt? Nee. Wahrscheinlich doch nicht. Genau deswegen. Okay. Wenn ich wenigstens Herzen kriegen würde. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Weil da wartet Muttis Fuß. Muttis Fuß macht böse Aua. Heißt, ich gehe nicht zu Muttis Fuß, ohne noch ein Herz zu bekommen zu haben. Hier sammel du das? Okay. Das war nicht so wie geplant. Du musst weg. Du musst auch weg. Ganz schnell. So. Jetzt können wir reden. Das ist kein Herz. Oh ja. Toll. Ganz super. Ich treffe auch nicht mehr die Bomben jetzt. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Hatte ein Problem. Irgendwie habe ich es geschafft, das zu überwinden. Das ist angenehm jetzt. Damit kann ich leben. Brauche ich nur noch ein Herzchen von dir. Das ist kein Herzchen. Ganz ruhig. Ist nur die normale Mutti, wollte ich sagen. Ganz normale Mutti. Bitte nicht noch eine. Der Kibam und eine Rune. Warum nicht? Vielleicht das ja Hagelas. Yay. Und da ist Geld drin. Na toll. Nichts Gutes, nichts Gutes. Nur Hagelas. Auch der Raum hat nichts Gutes für uns. Ah, der ist aber wenigstens ganz einfach. Bleib hier. Bleibt hier. Dankeschön. Leider kein Herz. Ich gehe aus dieser Ebene nicht raus, ohne noch Herz bekommen zu haben. Weil sonst schaffe ich das nicht. Ich weiß, es löst es schaffbar mit ohne Schaden zu nehmen. Mit ohne Schaden zu nehmen. Genau so. Und nicht für mich. Ich kriege auch kein weiteres Herz jetzt. Das Spiel sagt so, nö. Warum solltest du noch ein Herzchen kriegen? Ich möchte nicht bei Idlifts sterben, weil dann sind meine ganzen Herzen weg. Moment, hier können wir es vielleicht auch schaffen, was rauszuholen. Yay. Nicht sinnvoll. Gar nicht sinnvoll. Das ist ein Ich-hasse-dich-Raum. Wie, weißt du das? Was ein Glück. Okay, wir haben die komplette Ebene durch. Dann halt nicht. Ist nicht Idlifts, ist Illusis Fuß, ja. Trotzdem. Ändert nichts am Schwierigkeitsgrad.
fast genau das gleiche. Wait, das ist der rote. Ja, das ist immer noch gefährlich. Oh, das war knapp. Das war knapp, aber wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Autsch. Komm schon, jetzt nicht krepieren. Das wäre so traurig. Mit einem Herzen schaffe ich das noch unwahrscheinlicher. Ah, das war meins. Ja, nach unten kann ich nicht, das will ich ja auch nicht. Hier. The Fool. Auf der Ebene gibt es aber Items. Nee, 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 wir müssen jetzt hier durch die Ebene durch. Außer wenn es ganz, ganz gefährlich wird, dann setzen wir The Fool ein. Das ist ein guter Kompromiss. Finde ich. Den einen habe ich sogar erwischt, oder? Glaube ja. Okay. Jetzt ist ja alles offen. Wir haben alle Chancen. Geh weg. Meins. Ich meine, der Bumfriend, Dark Bump ist ja zwar recht gut. Problem ist nur, dass da halt auch mal was anderes rauskommen könnte als irgendwie ein tolles Item oder ein tolles Herzchen. Mit irgendwelche Spinnen. Und das wäre jetzt nicht ganz so toll. Okay. Okay, bei so einem Raum seid ihr noch ganz gut handelbar. Ja, das kannst du haben. Oh, the Hierophant. Yes. So, ich fühle mich gleich viel sicherer jetzt. Und zwar viel, viel, viel sicherer. Ich sollte, glaube ich, aufpassen mit meinen Herzen, weil ich habe ja ein Lives-Item mitgenommen. Ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt sterbe, weil mir ein Lebensupgrade weggenommen wird. Ich glaube, das wäre ungünstig. Auch das kannst du haben. Jawohl. Pogo-Worms. Vielen, vielen Dank. Oh ja. Was bist du? Temperance? Nee. So, weiter geht's. Jetzt sieht das Ganze schon viel besser aus. Ich bin gerade sehr erleichtert. Bisher. Kann sein, dass sich das gleich noch ändert. Weil allzu stark sind wir jetzt auch nicht. Gefühlt. Der Keybump frisst meine Schlüssel. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ich habe gerade genug. Weil ich jetzt gerade genug habe, heißt es nicht, dass ich für immer genug habe. Ist immer so dieser kleine, aber feine Unterschied. So. Raum geklärt. Wir gehen weiter nach unten und sind hier nicht falsch, aber auch nicht richtig bisher. Die Batterie brauchen wir nicht. Aua! Unnötig. Aber wenigstens verlieren wir jetzt nicht mehr zwei Herzen, also ein ganzes Herz. Das ist so gut. Jetzt verlieren wir nur noch ein halbes. Machen wir die Tür auf hier. Mach die Tür auf. Oh ja, 1, 2, 3. Meins. Alles meins. Und nehmen wir das mit? Nee, wir bleiben hierbei. Das ist mir deutlich lieber. Wir könnten nach oben. Wir haben den Goldraum noch nicht gefunden. Also nö. Iba. Nicht cool. Gar nicht cool.
Könntest du aufhören damit? Danke. Das kannst du haben. Oh, schwarzes Herz sogar. Super. Gibt es überhaupt einen Goldraum hier? Weiß ich gar nicht. Ich habe mir noch nie eine Ebene vollständig erkundet. Wahrscheinlich gibt es gar keinen. Ich suche mir jetzt hier einen Wolf. Strength. Ah, das macht die Sache schwierig. Strength ist eine gute Karte, aber mit der Full-Karte könnte ich eine komplette Ebene überspringen. Diese umgekehrte Denkweise. Feuerchen aus, komme ich an dich da unten ran? Ja. Das auch kannst du haben, brauche ich nicht. Oh, nochmal ganz viele Herzchen. Dankeschön. Gibt es den Goldraum? Nein, es gibt keinen Goldraum. Heißt, ich brauche die Stärkekarte nicht wirklich. Weil die Bosse werden nicht schwerer, sondern einfacher. Ich habe zwar auch immer weniger Items, aber das ist ja was anderes. Ich glaube, ich nehme ich die Stärkekarte mit? Ich weiß es nicht. Unschlüssig. Nee, ich nehme The Fool mit, dann überspringe ich einfach die komplette nächste Ebene oder so. Oder kann aus dem Bossraum raus, wenn er mir zu anstrengend ist. Ich nehme The Fool nur als Notsituation, also für als Notsituation. Okay, das ist merkwürdig. Zum Beispiel bei so einem Boss hier. Der blödste Boss schlechthin. Nicht, weil er besonders stark ist, sondern weil er besonders nervig ist. Geh weg. Hör auf. Auch dich überlebe ich irgendwie. So, siehst du, und schon bist du schwach. Oh, Devil Deal. Devil Deal, das nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir nicht mit. Okay, was bist du? Boards of Steel. Und das Brimstone Baby. Little Brimstone. Fantastisch. Fantastisch. Das hat sich doch gelohnt. Das hat sich eindeutig gelohnt. Es ist irgendwie merkwürdig, dieses Spiel rückwärts zu spielen. Immer noch. Wow, 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 was willst du denn? Vielleicht finden wir noch irgendwie einen Shop oder so. Auch nicht schlecht. Aua, das hätte beinahe weh getan. Ich hab fest damit gekriegt, dass er mich trifft. Präventives Aua sagen. Obwohl nichts passiert ist. Ich fühle mich gerade jetzt sehr erleichtert, dass ich jetzt nicht diese elende auf ein Herz rum Gurkerei immer noch habe. Wodurch? Ach, weil ich über das rote Zeug rübergelatscht bin. Okay. Akzeptiert. Was bist du denn? Ein so ganz langer oder was? Ja, scheinbar. Gut. Das ist akzeptabel. Möchte ich allerdings auch recht fix hier wieder raus, weil so toll finde ich die eben jetzt auch nicht. Kann man damit rechnen, irgendwie ganz schnell wieder raus? Nein? Ich sehe aber, was ich gern hätte. Das hier. Oh ja, noch ein Seelenherz. Mit dem Dark Bomb ist das eigentlich auch deutlich, deutlich einfacher. Ohne den Dark Bomb hätte es hier schon mehrfach düster ausgesehen. Muss man einfach mal fairerweise auch so zugeben. Der hat den Bosskampf zwar nicht vereinfacht, aber immer noch alles andere. Explodiere! Sehr schön. Huch, da ist ein Unsichtbarer, den habe ich auch nicht gesehen. Ach wirklich? Du hast den unsichtbaren Gegner nicht gesehen, der Mensch. Earthrow! War nicht schlecht. Werde ich erst noch behalten, vermutlich. Da ist doch noch einer. Bleib mal stehen. So. Oh, du lebst ja noch. Sorry, war nicht beabsichtigt, dich erleben zu lassen.
Nächster Raum. Sackgasse. Hast du was für mich? Ah, da hat er es hingelegt. Der Schlingel. Ich will den Shop finden. Ich möchte den Shop. Dann kann ich da nicht Perthrow einsetzen, weil sonst gibt es ja keinen sinnvollen Ort dafür. Nee. Shot Suite auch nämlich dankend an aktuell. Wo ist denn der Shop? Da ist er. Sehr schön. Diese Spinnen finde ich immer irgendwie lustig. Die machen irgendwie nichts. Die sind ungefährlich. Das ist nicht der Shop, aber das ist sogar besser als der Shop. Oh ja. Da hinten ist der Shop. Jetzt können wir Perthrow reinsetzen, wenn wir wollten. Oder kriegen ein anderes Buch. Natürlich kriegen wir ein Buch. Aber wir bleiben natürlich bei dem hier. Jetzt ist die Frage, warum wird mir das da hinten angezeigt als Geheimraum? Das verstehe ich nicht ganz. Etwas, was ich nicht verstehe, aber immer derselbe Fehler. Und wir kriegen... Oh, oh, das wird ja jetzt immer besser hier. Ne, wir nehmen es nicht mit. Wir bleiben hierbei. Wir können allerdings die Batterie auch eben mitnehmen. Zack. Setze ich sofort ein, weil ich Angst habe, das aktive Item zu verlieren auf der nächsten Ebene. Und dann schnappen wir uns hier wieder die Karte und könnten... Wo war der Anfang? Hier. Zurück in die nächste Ebene. In die vorherige Ebene. Ach, whatever. Hallo Dark One. So, welche Items wurden mir geklaut? Keine essentiell wichtigen scheinbar. Sind tatsächlich keine wichtigen Items, die ich verloren habe bisher. Bisher. Betont bisher. Man weiß ja nie, was kommt. Ja, ja, den Trick kenne ich schon. Jetzt machst du den Raum dunkel. Denkst, ich habe Angst davor. Und bist tot. Devil to you. Noch eine Fool-Karte. Jetzt ist lächerlich. Und eine Kiste. Mit einer Boards of Steel-Pille. Okay, jetzt ist es wirklich lächerlich. Kadampus. Du Arsch. Ach, Moment, haben sie Krampus jetzt genervt? Ernsthaft? Der komplette Angriff ist verzögert von... Ich hasse dich. Nein. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wenn ich zwei Karten mitnehmen könnte, würde ich mich jetzt stumpf einfach zum Anfang teleportieren. So, der Böse ist weg. Die Kleinen sind noch da. Auf. Und ich latsche natürlich genau da drauf. Hör auf, meine Schlüssel zu fressen. Hast du mich verstanden? Das ist mir voll traurig, dass ich hier trotzdem noch alles machen muss, weil ich den Shop finden muss oder möchte. Voll unnötig. Au. So klärt man ganz schnell einen Raum. Wie man sieht, es funktioniert einwandfrei. Und der Run geht schon wieder über eine Stunde, beziehungsweise der Part, der Run nicht. Der Run, das war jetzt, ist jetzt der x-te Folge. Was bist... Nein, stopp. Gut, das hier. Okay. Alles klar, was ist hier drin? Das Kartendeck, das Kartendeck, das Kartendeck, das Kartendeck, das Kartendeck. Ich habe das Kartendeck und eine Karte. Magician. Strength. Ich würde sagen, nö, brauche ich beides nicht. Deswegen holen wir uns einfach mal die andere Karte. Tour of Hearts hatten wir auch noch. Okay. Wir haben zwei Fool-Karten. Ich habe alles Wichtige eigentlich gefunden. Da kann ich auch mal reingucken jetzt.
Judgment. Judgment. Und nochmal Judgment. Tschüss. Oh, eine Rune. Degas. Ah. Das könnte interessant werden. Oh, wir müssen nur noch drei Ebenen machen, dann sind wir durch. Okay, jetzt sind wir immer noch nicht schwächer geworden, scheinbar. Was ich gut finde. Habe ich schon gesagt, dass ich den Boss eigentlich recht einfach finde? Hier ist noch ein Herzchen, nimm es mit. Sehr gut, und wir gehen jetzt hier rein. Oh ja. Hatten wir nicht schon Guppy-Items mehrere? Ich glaube schon. Habe ich die immer noch, ist die Frage. Ja, habe ich. Also, wenn ich die immer noch habe? Ne? Guppy! Dann nehmen wir noch die Sensen mit. Kann ich alles mitnehmen? Wisst ihr was? Wir nehmen alles mit. Wir nehmen das damit. Und wir nehmen das damit. So. Na, jetzt können wir schon wieder weitermachen. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt sind wir annehmbar stark. Mit Fliegen, Guppy. Haben Sensen. Ach, ist das schön. So sollten wir immer spielen. Viel, viel besser als vorher. Das Buch haben wir auch noch. Boah, ist das schön. Ihr wisst gar nicht, wie angenehm das ist. Alles stirbt einfach instant. Die Black Rune. Ha. Was macht die? Das werde ich jetzt wahrscheinlich gleich rausfinden. Ich werde jetzt nichts kaufen, weil ich kein Geld habe. Verdammt. Vielleicht kriege ich ja von dem hier Geld. Nope. Schade, vielleicht finde ich noch Geld. Ich würde gern wissen, was die Black Rune macht. Was bist du? Der Emperor. Was soll ich denn damit? Das bringt mir überhaupt nichts. Wir sind in dem Run jetzt. Mir fehlen noch drei Münzen. Dann würde ich das Item kaufen und dann würde ich die Black Moon einsetzen. Aber um zu gucken, was passiert. Aua. Was für eine Frechheit. 1, 2, 3. Auch das kann ich mir erlauben, weil ich stark genug bin. Geld. Geld. Zwei Runen noch. Zwei Runen, zwei Münzen. Volles Leben habe ich auch schon fast wieder. Und wir kriegen vielleicht hinten noch eine Münze. Und ein Seelenherz. Eine Münze fehlt noch. Eine Münze noch. Und hier kriege ich natürlich keine. Dann machen wir das wie folgt. Wir setzen Degas ein. Auch wenn es nicht wirklich notwendig ist. Holen uns jetzt die schwarze Rune. Und können los. Monstro. Hallo Monstro. Oh, oh. Oh ja, das ist fantastisch. Lebensupgrade für den Devil Deal. Zack, meins. Auch wenn es kein nützliches Item ist, aber wir haben jetzt ein Item. Also müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie ja eine Münze zusammen kriegen. Perfekt, das haben wir auch schon mal. Okay, hier haben wir ein Item, was wir kaufen können. Das können wir auch mal spaßhalber nutzen. Kommt Müll raus, jetzt probiere ich mal aus. Was passiert, wenn ich jetzt die Black Rune einsetze? Da liegen zwei Sachen auf dem Boden. Aha, okay, Black Rune hat genau denselben Effekt wie das Void Item. Das ist gut zu wissen. Das freut mich. Das freut mich. Was haben wir hier? 1, 2, 3. Hallo Pin. Tschüss Pin.
Und noch einen Viva Fortune, was wir nicht brauchen. So, da war noch ein Herzchen, glaube ich. Genau. Und er hat auch noch ein blaues Herzchen für mich, was ich nicht brauche. Und wir können die nächste Ebene. Letzte Ebene. Und wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Yep, ich werde mich rausteleportieren. Tschüss. Haha, Run gewonnen. Oh, Lazarus bleeds more. Okay, okay. Hast du jetzt ein neues Item oder was? Nö, hast du nicht. Ich hoffe, der wurde jetzt irgendwie gebufft. Dadurch. Weiß ich nicht. Egal, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Es hat lang genug gedauert. Meine Güte, war das eine ätzende Challenge zu Beginn. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einem normalen Run. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.